Hackfleisch gewonnen! Wenn ihr blind sein wollt, so seid ihr auch zu schwer. Das ist euer Ende. Wir dürfen dich nicht töten. Okay. Dieser ganze Glaube muss irgendwann aus ihm rauskommen. Vielleicht hat er ihm auch nur Magenprobleme bereitet. Lass ihre Lichter ausgehen. Sehnensaugen. Schluss damit. Na komm, dann müssen wir doch irgendwie... Ich weiß nicht, welcher von beiden mich mehr irritiert. Im Moment, Breaker! Warlock, er hat dich benutzt. Oh, das sollte nicht stehen. Na komm, was denn? Fast kein Fest. Feind. Na komm, bring ihn down. Er hat uns alle benutzt. Alles für dich, Gamora! Leg los, Rocket! Gib auf, Zauberer! Die Dunkelheit von Fett! Er ist vorbei, wenn er tot ist! Okay, was soll ich tun? Scheiße, ich darf hier nicht sterben. Im Dunkeln. Ich seh nix. Schlecht. Eine Steuerung. Wusstet ihr, dass sie das kann? Da kommt eine Schildkröte. Wenigstens eine Zelle bei dem? Aber mein Glaube ist so mächtig. Da kommt drauf da. Das fangen. Regeneriert er sich immer wieder in unseren Dome. Führt meinen Zorn! Die haben wir doch schon viermal getötet. Bombenlos, Rocket! Zeig's ihm! Sie dürfen dich nicht töten! Wenn ihr sie fest noch? Lasst meinen Glauben auf euch herabfallen! Da kommen wir nicht durch! Das kann nicht bleiben! Groot, alle Mann an Deck! Gamora, aufschlitzen! Ja, komm. Und drauf, Drake! Wir versuchen, dich vor dir selbst zu retten, Draker! Großer Einiger, bitte! Ihr könnt meinen Glauben nicht unterdrücken! Alter. Ist doch schon wieder geheilt. Bist du überhaupt Hoffnung? Verhindern! Sie haben Quill geblendet! Dieser verblasste Kugel der Bambus-Sterne ist er hier nach! Muss ein bisschen ausweichen hier. Warum geht denn der nicht down? Das ist vor allem das Ding. Sie dürfen dich nicht töten. Und jetzt bringt man die andere Attacke noch. Nein, mein Glaube darf nicht schwanken. Zerstör! Mach deinen Frieden! Jetzt gehen wir den Mini runter. Ihr könnt meinem Glauben nicht hin. Großer Einiger, bitte. Es wird mir Spaß machen. Rocket, Feuerwerk! Sollen wir ihn anders angreifen, weil... Es ist erst vorbei, wenn er tot ist!
Gruppe bilden. Jetzt. Vielleicht kriegen wir es diesmal hin. Es wirkt so, als würde sich in der Gegnerrunde wieder. So aufgeregt war ich seit dem galaktischen Krieg nicht mehr. Pass bloß auf sie auf, Quill. Sie hat auf beiden Seiten gekämpft. Ich hingegen muss keine Partei ergreifen, um jemanden niederzumähen. Ich stehe einfach drauf, wenn diese Drecksäcke hochgehen. Wenn draußen jemand anderen Ärger macht, das sind wie das. Steht es ja auf Gegenzeit, aber wir müssen locker bleiben und ziehen. Ihr sagt, wir haben Ärger? Wegen dieser Typen? Ich sage, Ärger ist unser zweiter Vorname. Wer hat gesagt, dass wir Ärger haben? Wenn wir Schurken schlitzen oder mit den Zähnen blitzen, wenn wir schießen und Groot für Schatten sorgt, dann machen wir Ärger. Wer ist dabei? Das war großartig. Mein Glaube wird mich schützen. Das ist deine Chance, Gamora. Es tut auch nicht weh. Nicht sehr. Er hat gelogen. Alter, kann der ausweichen. Tödlich der Flow im Anno. Fasten. Kein Fest. Feind. Fächer, ich will ihn nicht trinken. Er ist schwach. Bringen wir es zu Ende. Und jetzt. Meine Zeit ist gekommen. Na komm, jetzt. Scheint einen Klapp zu haben. Nein! Oh Gott! Nein! Nein! Ausschalten. Bitte nicht. Nicht so kurz vor dem Ziel. Mach's jetzt. Lass ihn doch nicht ausreden. Oh, okay. Bitte. Es hat dich angelogen. Und mich auch. Sieh's dir an. Sieh richtig hin. Mein Kind. Es ist getan. Du hast ihn zurückgeholt. Versucht er das aufzusaugen. Das kann nicht gut sein. Das kann nicht gut sein, nachdem du ihn drin bist. Wehnt vor euch, euren wohlwollenden Wächter der Galaxie. Es ist geschafft. Okay, es sei dir gegönnt. Das glaubst du ja selbst nicht. Sollen wir unsere jubelnden Fans warten? Er hat jetzt einfach aufgenommen, Ende aus. Und das ist vernichtet. Heißt das, wir haben echt gewonnen? Ich bin gut. Haben wir verflaggt. Wir sollten die Galaxie öfter retten. Ich bin dabei. Und nächstes Mal werde ich sie nicht vorher beinahe zerstören. Versprochen. Du versprichst gar nichts mehr. Diesen Moment haben wir uns verdient, Leute. Jetzt lasst ihn uns auch genießen.
bist du ja, du alter Kläffer. Wir müssen noch so einige Hundeberichte besprechen. Fall ist geschlossen. Nicht nötig. Wächter von Galaxien sind Namen gerecht geworden. Sie hatten Hilfe. Was ist das denn? Wer sind denn diese ganzen kleinen Racker? Falls Wächter suchen mehr Arbeit, Cosmo immer kämpft gegen Probleme. Ich glaube, was wir jetzt brauchen, ist ein schöner Spaziergang. Jetzt muss ich laufen. Laufen und jubeln. Laufen und jubeln. Was? Gut gekämpft, Zerstörer. Und deine zarten Freunde auch. Die Lady zeigt mich zart. Und wer ist dieses hübsche kleine Sahnestück in seiner güldenen Verpackung? eklig. Lady Hellbender, wir bedauern den Tod so vieler großer Ungeheuer, doch wir ehren ihr Opfer. Sie sind beim Schutz des Rudels gefallen. Das ist ehrenhaft. Gehst du zurück nach Seknarf 9? Zunächst müssen wir ein würdiges Zuhause für Fum bauen. Sonst verschlingt er jede Kreatur auf meiner Welt. Falls er wieder abhaut, einfach anrufen. Dann reden wir über die Gage. Haben wir ja schon mal geschafft. Ich würde mich nur nicht so sehr feiern lassen. Das Ding. Erinnert ihr euch an irgendwas von dem, was hier passiert ist? Eine galaktische Party. Es wurden keine Kosten gescheut. Aber ziemlich lahm. Und viel zu laut. Ist das etwa Drax, der... Einfach nur Drax. Und das? Bei Halla, das ist Gamora. Promi-Gäste, ihr habt einen legendären Auftritt verpasst. Was? Was willst du, Wildfang? Ich garstiges Gespucke. Verfluchtes Fusselvieh. Wähne vor dir einen weiteren Wächter der Galaxie. Ich bin Groot. Was sagt er? Er will dir dein Zimmer zeigen. Wir haben gar kein freies Zimmer, du Holzklotz. Ich bin Groot. Was? Nein. Flag, nein. Hey, Groot, du gibst dir deins. In meinem hab ich lauter wichtigen Kram. Schön, dass es dieses Ende nimmt und keins der traurigen. Wie viele traurige gab es denn? Oh, so einige? Geh voran, Freund. Nein, nach dir. Oh nein. Nicht nötig. Ich insistiere. Nein, ich insistiere. Bursche, bitte. Diese fruchtlose Freundlichkeit verlangsamt unser Fortkommen. Und genau deswegen sollst du vorgehen. Wohlan. Ich durchwandle die verstörende Vorhalle. Der Captain betritt zuletzt das Schiff und verlässt das zuletzt. Karte da gelassen. Glaubst du selbst nicht, dass das vorbei ist? Also, was jetzt? Keine Ahnung, aber ich bin zu vielen Schandtaten bereit. Nicht für alle? Knacken wir irgendeine Bank? Wir sind pleite. Hey, ich raube doch keine Bank aus.
Das ist illegal. Und? Ein Riesenspaß. Du verdirbst das arme Kind. Entspann dich, Drax. Es war nur ein Vorschlag. Aber ein potenziell sehr lukrativer Vorschlag. Alles okay, Goldjunge? Mittelmäßige Magenverstimmung. Kein kritischer Kummer. Okay. Falls es ernst wird, hätten wir da hinten auch ein Klo. Also, Mantis, das Universum ist wieder sicher. Was machst du jetzt? Ich weiß noch nicht. Ich gehe wohl zurück nach Lamentis. Wobei, die Erde soll um diese Jahreszeit auch sehr schön sein. Oder ich sehe mir mal Contraxia an. Da gibt es das Glücksspiel. Sollten wir Contraxia nicht ein bisschen Zeit geben, um sich wieder zu rekonvertieren? Es ist sowieso kein Ort für ein Kind. Hey, Mann, ganz im Ernst. Du siehst echt gar nicht gut aus. Ich hab die Grundausbildung. Wir haben keinen Erste-Hilfe-Kasten. Panzerband hilft nicht. Ich helfe Cola und Salzstangen. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich fühle mich einfach wundervoll. Ach nee. Ich bin wow. Was ist denn? Wow. Was zum Flak? Kapitel 16 der Marks. Ich wusste, dass es 16 Kapitel gibt. Deswegen. Der Markus. Jetzt die, in der der goldene Gott von den Bösen verschlungen wird und versucht, die Galaxie zu vernichten. Und das wohl auch erfolgreich. So kann ich das Käfermädchen in meinem Kopf spüren. Ich bin in all euren Köpfen. So kann der Magus euren Wahnsinnsplan nicht mithören. Und der wäre? Oh nein, besser, wenn das von euch kommt. Ich und er dabei. Schicksal, damit sind wir drei. Und wir sterben dann alle. Meine finale Form! Neues. Der Stein! Als das Ding damals meine Mom und mich angegriffen hat, hatte es Angst vor dem Stein. Ja, ich habe die Angst vor dem Stein auch gespürt. Oh, ja. Der Stein ist ein Gefängnis. Und der große Böse weiß das. Okay, also müssen wir ihn nur näher ranlocken und dann schmeißen wir den Zauberstein nach ihm? Ganz genau. Nicht mehr Diebe als Sand im Getriebe. Was kommt nun auf euch zu? Mantis, wie locken wir das Riesenbaby hierher? Ich gebiet euch allen, auf die Knie zu fallen. Tut das, was ihr am besten könnt, Wächter. Nein, nicht freundlich grüßen. Ich schätze eher, wir sollten ihn auf die Palme bringen. Und wer schafft das sogar bei Göttern? Na, wir. Na los! Kniet und huldigt eurem Gott. Klingt ganz am Kaschen. Schaut wohl weiter. Bravo, bravo. Du applaudierst ihm? Das Klatschen ist ironisch gemeint. Und weiß er das auch? Ja, applaudiert eurem Gott. Nicht. Nope. Du bietest nichts als Lügen und falsche Versprechungen. Du bist der Schlimmste von allen. Okay. Warum wird dann geklatscht? Wir nehmen dich auf die Rolle, du Idiot. Wer tut was? Oh, ihr sollt knien. Oh, Flair. Soll das ein Witz sein? Zurück. Ich mach das. Niki, nein! Geh da weg! Vertraut mir! Wie ein Barus, ja. Das ist richtig! Alle zu Niki! Sofort! Ihr habt die Käferlady gehört! Bewegung! Bleibt alle da zusammen! Wie zum Schlag kann sie! Was zum... Wie zum... Seht ihr? Ich hab doch gesagt, ich mach das! Okay, das war der Hammer! Wie hast du... Keine Ahnung!
Ich kann beliebig Armeen beschwören. Ja, toll. Von mir aus? Nur her damit! Gut! Zeit zum Anwenden! Schlag die zusammen! Hat im Moment sonst noch jemand irgendwie Mitleid mit Warlock? Oh ja, kennt ihr Glück, wenn ihr wollt, du nicht die Schuld für das hier geben. Er kann nichts dafür. Mehr Kerl, ganz zertritt sie! Okay, Gott zertreten. Ach, die großen Dinger sind auch. Oh oh. So wird das gemacht! Lass die weg, Rocket! Nicht gut. Ausweichen. Ausweichen. Das ist überhaupt nicht furchteinflößend. Strike! Keine Gnade! Ich bin verwirrt! Wart ihr nicht gerade noch an der Milano? Es ist, als hätten die Milano sich aufgelöst. Die zum Schlafen keine Desintegration reparieren. Noch mal jemand sagen, wie der Plan aussieht? Wir müssen weiterhin versuchen, ihm unter die Haut zu gehen. Okay, das wird schwierig. Die Plage legt an Menge zu! In Stücke geschnitten! Halt sie unten, Groot! Ich vermute, das haben wir jetzt mit unserer voreiligen Feier! Der Taktik, ein unbesiegbarer ist die beste Feier von allen! Ist da wieder irgendein Trick, dass wir hier... Ist das so, wie als ihr in mir auf ihn getroffen seid? Ihr wart hier, Davon müsst ihr mir unbedingt mehr erzählen! Können wir ihn irgendwie erreichen? Ja, nun. Bisschen reizen oder was? Und dann hin zu ihm. Jetzt ist nicht die Zeit für negative Gedanken. Ach, Scheiße. Wir stehen kurz vor dem Sieg. Welch dummdreister Mut. Warum geht ihr nicht auf? Der Stein. Ihr müsst den Stein benutzen. Er ist noch zu weit weg. Sieht aus, als würde er absichtlich zurückbleiben. Worauf wartest du, Quill? Sag was, um ihn aufzustacheln. Ja, erzürne ihn mit deinen gedankenlos gewählten Worten. Heimgesuchte Krücken. Zusätzlichen Mücken. Maus, Laus, Lapskaus, du kannst rein, wir haben es kapiert. Im Ernst, wie hast du es bloß geschafft, noch nervtötender zu werden? Graus, Schmaus, Ei, da draus. Saus und Braus. Langsam geht ihr mir auf die Nerven. Wir echt gut. Rathaus, Hochhaus, Schneckenhaus. Das ergibt nicht. Das ist irgendwie ziemlich cringe. Du legst Wert auf Sinn? Seit wir dich kennen, kam aus dir nur ein Riesenhaufen Wortkotze. Und jetzt muss ich auch noch alles reimen? Unbedeutend und undankbar. Okay, ich bin sicher, er ist aus der Spur. Er macht das Planeten weg. Rennt hat sich noch nie erwartet. Sei einfach vorsichtig. Hey, ich bin jetzt die mit den coolen Kräften. Vergesst die kleine Wechsel. Alle zu der Kleinen. Ich sag's nicht genug, also dann jetzt. Schlag ich lieber euch, Leute. Alle in Ordnung? Gut gemacht, Kind. Okay, ich bin sicher, wir gehen ihm auf den Geist. Wir müssen nur noch etwas durchhalten. Im Vergleich zu mir seid ihr nichts. Aber da kommt neues Ungeziefer an. Das ist schlecht. Tu ihn weg, Gamora! Letzte Bestellung! Ha! Mach den Groot mit ihnen! Wir sind alle ziemlich sicher, dass es mit dem Stein funktionieren wird, richtig? Ich bin so mittelsicher. Na toll. Gamora, erledige sie! Du musst wieder hin, dort, glaube ich. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das der Plan ist. Aber ja, ich glaube, du hast recht. Was müssen wir machen? Hier hin, oder? Die Lina-Lausche. Es kommen ja mal mehr. Gut, ich bin mal... Groot, hilf ihm mal!
Ganz klar, indem wir nach Contrexia gehen, falls es noch existiert. Gut. Mach mir den Baum! Schlitz sie auf! Rocket, mach dein Ding! Das ist dumm, weil ich mich hier nicht bewegen kann während der Attacke. Oh no. Gut, kannst du. Das hätte alles verhindert werden können, wäre das nicht diese dumme Wette gewesen. Oh. Ich bin nur vorbei, alles klar. Jetzt zu ihm oder was? Runterfallen. Ich sterbe hier gerade. Sollen wir unseren vorbestimmten Sieg feiern? Ja, lasst uns die Parade erst dann planen, wenn wir das riesige Götterding einsperren. Wir müssen ausweichen hier. Ich brauche Verteidigung. Ich verschaffe mir Heilung. Bin ich nochmal kämpfen. Ja, aber mir gefällt nicht, dass die Leute das wofür mein größtes Talent halten. Ich habe noch andere Qualitäten. Du schuldest mir was, Quill. Gib alles, Rocket! Oh, geht nicht gut. Muss Drake's mal irgendwie wiederholen. Visitenkarten brauchen, wenn wir das hier durchziehen. Unbedingt! Vielleicht können wir uns sogar die teuren Leib kaufen auf den Bein, Großer! Leute, Gruppe bilden! Das brauchen wir jetzt wohl. Ich habe auch noch keinen Plan, wie wir das zu Ende bringen sollen, weil irgendwie kommt noch mehr. Nimmt diese Schlacht ja nie ein Ende! Jeder meiner Schläge wird getroffen! Das macht irgendwie schon automatisch, als wir näher gekommen sind. Ich fürchte, wir werden nicht siegen. Leute! Bei jedem Kampf gibt es Eventualitäten. Aber der Versuch, alle zu berücksichtigen, macht es nur schlimmer. Das ist keine Hilfe, Peter. Ich sage nur, ihr solltet nicht zu viel nachdenken. Also, wer ist dabei? Ich fühle mich. Die Stimmung ist dahin. Ich muss dich los. Für deine einschleichenden Umgang mit Bock. Deine Worte sind besser, schau. Ah, jetzt soll ich das wieder hin. Peter, es tut mir leid, dass ich dich so oft als Nervensäge bezeichnet habe. Entschuldige dich nicht, ich bin sicher, er hat es verdient. Was mache ich? Willst du ein Feuerwerk sehen? Aber manchmal geht es gratis unter Regeln. Tut auch gar nichts mehr. Ah, okay. So sieht's aus, wenn's jemand kann. Früher oder später wird jeder vor mir fallen. Die gesamte Galaxie wird fallen. Leute, wir haben keinen Rutsch. Es ist soweit, Wächter. Hol ihn her, Quill. Nur so kriegst du freies Schussfeld. Unterwerft euch mir. Ich sagte, unterwerft euch. Es wird Zeit, dass du was in deinen übergroßen Schädel reinkriegst. Wir beugen uns niemandem. Jetzt mal im Ernst. Kennst du uns überhaupt? Genau. Wir sind die Wächter der Galaxie. Wir haben Visitenkarten. Und wir würden lieber sterben, als uns dir zu unterwerfen. Ihr wagt es, einem Gott zu trotzen? Habt ihr denn keine Vorstellung von... Ach, sei still! Was hast du gesagt? Dass du eine Katastrophe bist. Euer Hohn verhöhnt meine... Verspottet, meine Herr! Er verunsichert!
jetzt. Der Stein! Ihr müsst den Stein benutzen! Hm, ich hätte den Stein. Oh oh. Quill. Scheiße. Nein! Scheiß Quicktime-Event. Als ob. Alles jetzt durch ein Quicktime-Event entschieden wird. Wie ist denn der verarscht? Oh oh. F? Oh, what the fuck? Fuck! Der Stein wird dich rösten, Quill! Genau wie beim ersten Mal! Mach, dass du verschwindest! Der Stein wird die Weide verschlingen! Jetzt ist nicht die Zeit, um irgendwas wieder gut zu machen, du Hohlkopf! Lass einfach los! Ich war der Trottel, der diesen Geist befreit hat! Und ich schicke ihn zurück in seine Flasche! Das kann ja noch schief gehen. Na komm. Wird doch wieder. Oder, Mantis? Die Hauptsache ist, er hat es geschafft. Ihr habt es alle geschafft. So ein Opfer hätte er nicht bringen sollen. Wir bezahlt worden? Noch nicht, Kumpel. Heißt das, dass es vorbei ist? Also vorbei, der Magus ist geschlagen. Ich glaub's immer nicht. Das unersättlichste Wesen der Galaxie ist wieder ein Gefangener des Seelensteins. Bleibt nur noch zu entscheiden, was wir jetzt damit tun sollen. Zerstören. Das sind beides idiotische Vorschläge. Ich bin gut. Er schlägt vor, wir sollten beide Varianten kombinieren. Der Stein ist weder Bombe noch Bonbon. Und auch nicht eure Bürde. Wow, wow, wow! Er hat gerade versucht, uns zu töten und die Galaxie zu fressen! Ihr könnt diese kumulierte Kraft nicht kontrollieren. Ich kreierte sie. Und bin ihr Kurator. Niemand kann das. Mantis, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Galaxie dabei draufgeht, wenn wir den Stein behalten? Sehr hoch. Und wenn wir ihn Goldlöckchen übergeben? Dann nicht so hoch. Wahr, sprach der Wildfang. Wie? Die Kraft konnte sich was? Selbst einst schicken, meine geschundene Seele zu Scherben zu schlagen. Doch mir folgen Freunde. Nur mal so zur Sicherheit. Wie hoch wäre denn die Chance, dass die Galaxie draufgeht, wenn wir den Brocken irgendwo verkaufen? Astronomisch hoch. Wenn wir sicherstellen wollen, dass der Magus nicht wieder auftaucht, dann sollten wir gemeinsam dafür sorgen. Aber ihm das zu überlassen, hat die gar nicht aufgepasst, was gerade passiert ist. Bei dem kleinsten Anzeichen einer Magenverstimmung solltest du euren Beistand erbitten. Wirkt ihr auch wirr und wundersam, fürchte ich, ich fand in euch Freunde. Wenn ich nochmal gegen den und vergebt mir den Versuch, die Welt und euch zu verspeisen. Ich war wahrscheinlich vorübergehend verblendet. Ja, und Entschuldigung für das Wurmgezicke und die Spitznamen. Wenn es einem Mann sich zu zäumen geziemt,
kann nur er selbst sich Schöffe sein und Schiedsmann in seiner stärksten Stunde. Redet der immer so komisches Zeug? Ja. Sagen wollte ich damit nur, alles cool. Naja, das war der erste Satz, der sich nicht... Mich musst du hier nicht überzeugen. Geheimt. Oh nein, bestimmt nicht. Oh, bestimmt doch. Und? Ekelhaft. Okay, jetzt bin ich auch überzeugt. Okay. Du hast wirklich durchgespielt. Sieht fast nach Credits aus. Es gab so viele Fake-Credits in diesem Spiel. Eigentlich zwei. Dass das jetzt gerade nicht glaube. Aber naja. Scheint das so zu sein. Sieht so aus, als hätten wir gar nicht so viel Galaxie durchgespielt. Sehen wir noch mal die Charaktere. Was hat denn der da für ein Helm? Die Blätter war das. Ja, der Gamp ist das ein oder andere Bosskampf hier aber wirklich. Die Endkämpfe jetzt nicht mal so, das war jetzt, ja, also die Raker, das ging, da kam er dann irgendwie klar. Und auch der Kampf gegen den Magus war jetzt auch nicht so. Also die richtigen Bosskämpfe, diese richtig schweren Bosskämpfe waren so, ja, die Bad Brothers zum Beispiel, oder die... Das gegen Cosmo war auch, und das war auch, ne? Gegen Cosmo haben wir gar nicht gekämpft, aber das davor, diese Arena, das gab es ganz ab und zu mal so ein paar Arenen, wo wirklich so starke Roboter drin waren. Am Ende im Finale, wo ich dann einfach nur verpasst habe, den Gurt hinzugehen. Also manchmal habe ich einiges übersehen und dadurch das Ding unnötig verschwert. Fing von Fung, das war der Drachenkampf, das war heftig. Es gab schon so einige Rätsel, die da, na Rätsel jetzt nicht, aber Momente, wo ich ein bisschen auf dem Schlauch stand. Kämpfe mich schon nicht im Gebau. Hatte er diesen Speer. Die Story, das war das hier. Die Story war das. Also. Guardians of the Galaxy und die Filme. Das war echt. Das sind echt geniale. Das ist eine geniale Story. Ich muss mal den dritten Teil nicht mehr gucken. Auf DVD, Blu-ray. Ist jetzt neuerdings auf Blu-ray raus. Ich muss mal die Collection vielleicht mal holen. Bis die Filme mal schauen kann.
wirklich. Ich schlaf gern auf der Couch. Die Couch ist schmutzig. Der Nager hat sich schon drauf erleichtert. Sie kann in Gamoras Zimmer schlafen. Geht's noch? Ach komm schon. Du bist ein Mädchen, sie ist ein Mädchen. Ihr könnt mit Puppen spielen. Oh, was stimmt nicht mit dir? Tja, mein Zimmer kriegt sie jedenfalls nicht. Punkt aus. Oh. Tja, also dann musst du dir wohl ein eigenes Zimmer bauen und ein Badezimmer vielleicht und alle überzeugen, dass ein neues Teammitglied eine gute Sache ist. Ein 12-jähriges Teammitglied, für das du vielleicht ein paar Aufgaben übernehmen musst. Ein paar Elternaufgaben und so. Ich meine, komm schon, Mann. Du hast gerade die Galaxie gerettet. Zweimal. Also, offensichtlich wäre so eine Rolle definitiv, wahrscheinlich, vermutlich, Nicht okay, du kannst kein Kind hochziehen. Okay, du kannst dein Kind hochziehen. Das wird ein Spaziergang. Komm schon. Nein, wird's nicht. Wer es mit Raker und dem Magus aufnehmen kann, der wird doch wohl auch ein 12-jähriges Mädchen handeln können. Ja, ein kleiner Ratschlag hier, ein paar Hausaufgaben da, hin und wieder mal frisches Gemüse. Wo zum Flag sollst du Gemüse hernehmen? Du kannst Gemüse nicht ausstehen. Willst du sie etwa zwingen, was zu essen, das du selbst hast? Und was ist mit all den anderen? Wir haben nicht mal genug ungesunde Sachen auf dem Schiff. Wie macht man denen klar, dass sie noch jemanden durchfüttern sollen? Du weißt doch, wie sie sind. Ja, sie sind definitiv... Die sind aber nicht dafür gemacht, um Kinder um sich zu haben. Drax ist ein verurteilter Massenmörder. Rocket ist vulgär und gemein. An guten Tagen. Gamoras einziges Elternvorbild ist Thanos und Groot. Groot kann drei Worte sagen. Und... Es existiert wahrscheinlich keine ungeeignetere Gruppe. Aber es ist okay, das zuzugeben, oder? Klar, du hast Angst. Na, Heidenangst, okay. Das heißt aber, dir liegt was dran. Du bist Vater. Peter Quill! Wir haben beschlossen, das Kind kriegt dein Zimmer. Du bekommst die Couch. Es war einstimmig. Warte, was? Okay, das klären wir noch. Wie sieht's mit den Koordinaten aus? Alles bereit. Sag einfach an. Wo wollen wir nochmal neue Visitenkarten machen lassen. Kann man nicht diesen Raum mit der Lutz, wo das Lama immer ausgebüxt ist, umbauen? Ich sag's nur so, dass diesen Lager, ohne den wir nie im Spiel betreten haben. Das ist ein komplett nutzloses Ding. Was ich nicht verstanden habe im Spiel, dieser Raum, wo nur die Schiffsanzeige ist, wo man irgendwie das Schiff sehen konnte und dann, aber nie was mitmachen könnte, hier dort hinten, im Ausgang. Gut Story, gut Spiel. Da habe ich einen Raum dafür. Ob es mal irgendwann einen Teil 2 geben wird, ob es schon einen Teil 2 gibt, ich weiß es nicht. Gibt es schon einen? Es war jetzt auch eher ein. Nicht an den Film, hat man ja gesehen, nicht an den Film, sondern eher an Comics orientiert. Was gibt's noch zu sagen? Die Filme wollte ich gucken, habe ich schon gesagt. Werde ich auch mal gucken. Im Steam wahrscheinlich nicht. Da kann ich nicht so viele Copyright-Verstöße. Mich hat es gewundert, dass das hier, wir haben Steam-Modus an, ich habe schon ein paar Parts auf YouTube hochgeladen. Mich wundert es, dass das so viel durchkommt.
Das ist ja ein Spiel. Und Soundtrack ist. Zum Glück haben wir nicht den Streaming, den Nicht-Streaming-Modus gespielt, weil. Ja, das Radio, so einige Soundtracks. Und Take On Me und so weiter, was da gespielt wurde. Das muss ich irgendwann mal privat. Also auf Twitch wäre es wahrscheinlich gegangen. Aber auf YouTube zum Hochladen eher nicht so. Joa. Können wir vorspielen hier. Sehr langsam. Ist das Vorspulen? Das ist der Vorspulen. Tja. Ey, ich weiß nicht. Tja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Das war Marvel's Guardians of the Galaxy. Live auf Twitch und später auf YouTube in Let's Play Parts. Bis zum nächsten Projekt. Bis zum nächsten Let's Play. Vielleicht, falls es ein Teil 2 gibt oder geben wird. Irgendwann zu Teil 2. Mal schauen. Joa, bis dahin. Man sieht sich. Da bin ich nach oben auf YouTube. Glocke aktivieren. Abo da lassen. Kommentare schreiben. Und ja, auf Twitch vorbeischauen. Da gibt es regelmäßig ganz coole Sachen. So wie das hier. Ja, ansonsten ciao, ciao. Hätte ich jetzt dadurch gespürt, dass die Wächter eine Einheit geworden sind und sich wie besessen darauf gestürzt, eine Marke neu zu etablieren. Hat bereits neue Visitenkarten mit Anschrift Helden bestellt, in größerer Schrift und fett gedruckt. Sie sein Team für zahlreiche galaktische Auszeichnungen vorgeschlagen. Außerdem hat er sogar eine neue Frisur geliebäugelt. Star-Lord hat zudem Rocket darum gebeten, das Loch, das Cammy in die Wand seiner Kabine gefressen hat, nichts zu verschließen. Und jetzt kämpft er in manchen Nächten mit einem sabbernden, schnarchenden Galaxius Nepakus in seine Zudecke. Star-Lord hat außerdem von Cosmo den Schlüssel von Nowhere erhalten, als Dank für seine Hilfe beim Zurückweisen des Versprechens. Momentan sorgt er am Kühlschrank dafür, dass die Tür geschlossen bleibt. Da das Team nun endlich miteinander auskommt, hat Gamora alle zu einem harten Kampftraining eingeladen, um zu lernen, auch als Einheit zu kämpfen. Star-Lord behauptet, nach nur 6 Trainingsstunden, sie würden jetzt kämpfen wie Ninjas. Gamora hat keine Ahnung, was das bedeutet. Rocket hat die Wächter mit einem gamma-beheizten Merkur-Whirlpool in die Frachtbucht der Milano überrascht. Mittlerweile hat er ihn zu einem Büro erklärt und er hält darin tägliche Teamkonferenzen ab. Es gibt Getränke, aber keine Handtücher. Rocket hat außerdem seinen Arbeitsvertrag neu ausgehandelt. Er darf niemals ohne seine ausdrückliche Zustimmung geworfen werden. Nun ihre Geschichte von Einigkeit und Ehre für immer einzufangen, hat Drax dem gesamten Team angeboten, es mit katianischen Tattoos zu schmücken. Weil gut verheilte alles sofort, aber er sagte ihnen, würde er es immer noch spüren. Der Rest des Teams hatte danach mehrere Untersuchungen dank Wunde Pubacken. Geleitet von dem Wunsch, besser mit dem Rest des Teams zu kommunizieren, bat Groot Rocket um Hilfe, allen Groot beizubringen. Er beendete das Vorhaben, als alle lediglich immer dieselben 3 Worte wiederholten. Jetzt versucht Star-Lord gut, das bisschen Zeichensprache zu vermitteln, das er aus Filmen kennt. Manchmal sagt gut gar nichts mehr und gibt vor, immer noch der Doppelgänger gut zu sein. Das Team wird jedes Mal völlig nervös. Gut hat zudem Star-Lord endlich überredet, sein Gut-Tee zu probieren. Am nächsten Morgen spross eine Pflanze aus Star-Lords Stirn.
nach der Teilnahme an Kuriels Bestattung mit allen ihren an der Zehntausende Teilnahmen präsentierte Nikki den Kree-Anhängern voller Stolz ihr feuriges Haar und sagte ihnen genau, wohin sich ihre Hämmer stecken könnten. Sie hat bei den Wächtern ein neues Zuhause gefunden und sagt oft Dad zu Star-Lord, nur um ihn zu verunsichern. Cammy hat begonnen, ihre Wolle zu verlieren, die sich überraschend angenehm anfühlt. Die Wächter haben das Material für enorm viele Units auf dem Schwarzmarkt verkauft. Rex strickt seitdem Handschuhe aus Cammy-Wolle für das gesamte Team. In der Überzeugung, eine ihrer vielen wichtigen Aufgaben als himmlische Madonna erfüllt zu haben, brach Mantis auf, um losen Enden nachzugehen, wurde aber von den vielen Knoten abgelenkt. Sie wurde zuletzt gesehen, als sie einer ziemlich irritierenden Musterkönigin Ratschläge erteilte. Adam Warlock bekam den Großteil der Anerkennung für die Vernichtung der universellen Kirche, der Wahrheit. Nachdem er genug im galaktischen Lob gebadet hatte, wurde er wieder als Heiler tätig, reiste durch die Galaxie und half jenen, die dem Versprechen erlegen waren, in die Realität zurückzukommen. Cosmo ist und bleibt der beste Junge. Das auf jeden Fall. Das ist er. Und was haben wir hier? Hier haben wir Quills Tagebuch. Und ist nochmal aufgeschrieben, was erlebt wurde. Aus Seite 1 dies leer. Ich zeig's mal kurz. Wer will, kann sich durchlesen. Ich kann mal kurz pausieren, das Video, und die Geschichte durchlesen. Das ist die Geschichte mit Blackie Hellbender. Oh, wie hört man. Natürlich Thanos Seelenstein. Madame. Danke fürs Zuschauen.